standing play there, actually, to a ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Gilliflee. Oh, no. Gilliflee, I'm going to LA. Servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shops und ich bin gerade hier auf der Arbeit und befinde mich auf dem Weg zum Kunden und dachte, ich hau mal spontan für euch Vlog raus. Und der Vlog hat auch einen Hintergrund, und zwar habe ich gehört, also ich habe es wirklich nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es in Call of Duty Advanced Warfare keine Totenstille geben soll. Und bevor ihr jetzt alle ausflippt, meine persönliche Meinung ist, dass Totenstille gar nicht so wichtig ist, solange es kein SND gibt, und SND ist ja bis jetzt auch noch nicht announced. Und daher ist es für mich gar nicht so schlimm, also sollte SND noch kommen, dann ist Totenstille schon notwendig. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt nur vom Competitive-Bereich ausgehen, dass SND dieses Jahr gar nicht gespielt wird. Und ich persönlich denke halt einfach, dass Uplink als neuer Modus für SND kommen wird und dann halt Capture the Flag und Hardpoint. Und wären das diese drei Modis, dann bräuchte man ja theoretisch eigentlich gar keine Totenstille. Natürlich bauen die für Public oder sonstiges noch irgendwie SND ein, oder SND kommt im Competitive-Bereich. Dann ist natürlich, Totenstille unumgänglich einfach, weil Totenstille einfach oder ohne Totenstille das Spiel einfach viel zu langsam wird. Vor allem bei SND, da es sehr, sehr soundabhängig ist, dass man viel hören kann und einfach das Gecampe zu groß wird und sich dann keiner mehr laufen kann, weil er gehört werden könnte. Aber wie gesagt, bisher ist es noch nicht announced, und ich denke auch, dass Uplink, CTF und Hardpoint gespielt wird. Ist es meiner Meinung nach relativ unnötig. Natürlich wäre es eine schöne Option, wenn sie es einfach so mit einbauen, für verschiedene Taktiken und so weiter, dass man eine Totenstille auch nutzen kann, wenn man es will. Aber es ist jetzt für mich kein persönlicher Weltuntergang, dass ich jetzt sage, oh, scheiß Sledgehammer Games oder scheiß Activision. Nein, um Gottes Willen. Ich finde es nicht so wichtig. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, die sollten halt einfach noch die normalen Schritte ohne Totenstille noch ein bisschen leiser machen. Also ich weiß nicht, wer von euch das auf der Gamescom gezockt hat, aber es ist mir ein bisschen aufgefallen, dass die Schritte auch ohne Totenstille etwas zu laut waren. Wenn die das noch ein bisschen fixen, die vielleicht ein bisschen leiser machen, dann ist es eigentlich gar kein Ding, dann braucht man auch keine Totenstille. Aber wie gesagt, wenn sie es dazu machen, wäre es natürlich cool. Wenn SND kommt, dann ist es natürlich sowieso unumgänglich, dann gehört Totenstille einfach dazu, sonst ist es nicht spielbar, SND, vor allem im Competitive-Bereich. Aber ansonsten muss ich sagen, macht es gar nichts. Ich weiß, ich schreibe einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, oder auch was ihr allgemein davon haltet, wenn ihr das Spiel schon gezockt habt oder was ihr schon davon so gesehen habt. Schreibt es mal einfach unten in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr so spontane Vlogs sehen wollt von mir, wenn ich unterwegs bin oder sonstiges, lasst auch einen Daumen nach oben da, würde mich riesig freuen. Ansonsten würde ich sagen, wir hören wieder die Tage voneinander. Bis dann, ciao, servus, euer Shops.